Willkommen bei Smartliste. In diesem Video besprechen wir den besten Papierkorb-Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung, und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen besten Papierkorb-Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Läufe 26.662 Papierkorb. Für Kinder kann grundsätzlich jede Art von Dingen ein faszinierender Blickfang zugleich sein, auch eine Mülltonne. Diese Version von Läufe hat ein Pferdekonzept, das sicherlich besonders bei kleinen Frauen bevorzugt wird. Von der Ausbildung werden hier alle Pferdeanhänger behandelt, egal ob Damen oder Kinder, ob jung oder alt. Und auch wenn die Jugendlichen nicht so sind wie Pferde, können sie aus den vielen anderen Themen wählen wie genau um ein Einhorn. Übrigens, eine ganze Menge passt unten, aufgrund der Tatsache, dass der Eimer hat eine Fähigkeit von 13 L sowie eine Höhe von 30 cm. Der Abfallkorb ist sowohl aus strapazierfähigem Kunststoff als auch sowohl innen als auch außen mit Druck gefertigt und ist von außen abgeschweift. Umzug auf Nummer 4, haben wir die Idee Sichenmülleimer mitgriffen. Wenn es sich um ein grundlegendes der Sichen handelt, können wir es von Interdesichen vorschlagen. Der einfache Mülleimer in Weiß besticht durch ein schlichtes, stilvolles Erscheinungsbild, das zu jeder Art von Indol passt und klassisch wie trendy aussieht. Die Form ist zwischen rechteckförmig sowie längsseitig sowie hat die Gesamtmaße von 30,5 bis 16,5 bis 27,4 cm, was 9,5 Litern entspricht. Der Lieferant hat eigentlich auch über die einfache Handhabung nachgedacht und auch gebündelte Handverwaltungen in den Seiten, auf denen man den Papiereimer auch nach Fertigstellung schleppen kann. Auf Platz 3 haben wir die Ombra Vodrove Abfalleimer. Diese Version ist eine hochwertige Holzmülltonne, die wirklich anspruchsvoll aussieht und mit ihrem Aussehen jede Arbeitsumgebung steigert. Das Holz ist schön raffiniert und sieht auch noch ganz natürlich aus. Das Äußere ist in verschiedenen Schattierungen gefertigt und alle Feinheiten unterscheiden sich gut vom ganz natürlichen Holzton auf der Innenseite. Sie werden sicherlich traditionelles Schwarz-Weiß finden, aber zusätzlich zeitgenössische Anthrazit oder frische Minze umweltfreundlich. Im Gegensatz zu den verschiedenen anderen Versionen in der Prüfung kann dies mit seinem genialen Aussehen deutlich überzeugen. Kein Wunder, denn der Entwickler Henry Hong hat diesen Abfallkorb speziell für den Markennamen Ombra entwickelt. Umzug auf Nummer 2 haben wir die Zelle 18.100 Papierkorb. Die Zelle-Version ist aus dollem Stahl gefertigt und sieht nicht nur stilvoll aus, sondern ist zusätzlich für Zähigkeit entwickelt. Natürlich können Sie dieses Desichten nicht ohne Mülleimer nutzen, es sei denn, Sie definieren, dass nur Papier tatsächlich enthalten ist. Der Hersteller entwickelte es speziell für diese Funktion und bot es auch mit einem großen Stahlgitter an. Nur der Bodenbelag ist aus einem langlebigen Stahlstück ohne Messoptik hergestellt. In Bezug auf den Stil ist besorgt. Es ist heute erhalten und auch gibt es die Stahlmülltonne in Schwarz, Silber und auch Weiß. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Helit H6105895, Papierkorb. Dieser Abfallkorb ist perfekt für den Arbeitsplatz. Das langlebige Kunststoffprodukt ist Alof, langlebig und auch strapazierfähig. Als effektivste Abfalltonne und damit auch als Prüfungsmeister hatte die Version der Deutsche von Helit die Fähigkeit, sich vor allem aufgrund ihrer Leistung und auch der hervorragenden Rate zu behaupten. Es ist ein Artikel mit einem großen Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Produkt mit der Klassifizierung W113 wird verwendet. Es ist sicher und auch wirklich leicht. Der Abfallkorb hat eine umgedrehte Seite, auf der sie auch nach Fertigstellung schleppen kann. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden, haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag dieses Video teilen und vergesst.